Da lacht uns auch schon das Gürteltier an. Willkommen zur Folge FIFA 14 WM Special. Ja, ich beginne heute mal, bin noch nicht so richtig in WM-Stimmung, aber ich beginne heute mal mit dem Eröffnungsspiel Brasilien gegen Kroatien. Leg mal los, schönes Intro. FIFA World Cup 2014 in Brasilien. Ich lasse den Kommentar einfach mal an, weil normalerweise rede ich nicht so viel, während ich zocke. Und der Schiedsrichter der heutigen Partie heißt Steffen Schwurbel. Sieht man hier schön die Aufstellung. Und da geht's auch schon los. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Ist natürlich sehr umstritten, die WM. Viele freuen sich, dass endlich so ein großes Sportereignis in Brasilien stattfindet, aber viele haben Zweifel daran, ob sie irgendwas bewirken kann. Guter Pass und direkt abgezogen. Gute Möglichkeit. Nein, komm wieder dran. Oh, jetzt wird's richtig gefährlich. Verliert direkt wieder den Ball. Ist doch, glaube ich, das erste Mal, dass ich auf Legende spiele. Von daher. Also ich will hier auch keine krassen Tricks zeigen oder sonstiges, sondern eigentlich will ich nur ein gutes Spiel zeigen und ein bisschen WM-Feeling vermitteln. Gute Möglichkeit schon. Hier sieht man auch mal schön das gefüllte Stadion. Ach. Abseits habe ich da jetzt nicht gesehen. Oh, aber nehme ich auch gerne an. Na, da spielt der Schiri aber leider nicht mit. Oh, gefährlich. Außennetz. Also der war nicht leicht zu behandeln, der war. Ja, der ist ihm da auf jeden Fall irgendwie vom Fuß gesprungen und von daher eine nicht ganz so glückliche Aktion. Modric. Ah, war schöner gedacht als gemacht. Find im Moment kein Mittel für durchzukommen. Luis Gustav.
Marcelo. Thiago Silva. Dani Alves. Verlieren direkt schon wieder den Ball im Mittelfeld. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Mein lieber Mann, das war aber knapp. Ah! Goldrichtig. Hätte er ihn da durchstecken können. Abseits. Wunderschöner Kopfball, aber. Ach Gott. Tja, das sehen die Fans hier nicht so gerne. Abgefälschter Ball und im Aus. Was sagt der Schiedsrichter? Vorteil, sagt er. Macht er gut, macht er gut. Ach, schade. Da hat das Timing nicht gestimmt. Ja, war Abseits. Mandzukic. Ein super Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Jetzt nimmt er den Verteidiger. Ach, sehr gut. Könnte sich eine Torchance entwickeln. Auch gut durchgesteckt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gute Flanke. Ach, schade. Der Torhüter reagiert. Zu sehr auf den Torhüter. Hätten wir jetzt Casillas im Tor gehabt, dann wäre es vielleicht eine Torchance geworden. Wer das Champions League Spiel gesehen hat. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Finale fandet. Ob das gerecht war. Ob ihr mit dem Endstand zufrieden seid. Spielverlauf und sowas. Würde ich mich freuen. Ah, sie finden kein Mittel gegen die Kroaten. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Schöner Flankenball. Mandzukic wartet schon. Oh, perfekter Vorlegen kann man es ja gar nicht, aber da zieht er voll vorbei. Wunderschön gespielt. Ach, und direkt wieder den Ball verloren, das gibt's doch nicht. Also, ich komme im Moment nicht in den 16er. Aus. Schön geschippt. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Nicht abfallen lassen, nicht fallen lassen. Festgehalten. Super. Sehr gute Flanke. Geht er rein? Das kann er viel besser. Marcelo. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Modric. Thiago Silva. Okay, schon mal hinten kein Tor kassiert. Marcelo ist schnell. Und Tor für Brasilien.
auch noch ein Tor gesehen in der ersten Halbzeit für Brasil. Schön. 45. Minute, das lässt das gesamte Stadion jetzt feiern. Das gibt Mut. Auch wenn das Spiel bis jetzt nicht so gut gelaufen ist. Ein Tor ist ein Tor. Abseits. Ganz alleine hat er da gestanden. Ganz alleine. Aber leider halt auch im Abseits. Luis Gustav. Schön gespielt auf Außen. Herrliche Flanke. Bam! Der 2-0. 2-0. 2-0. Schön durchgelegt und abgezogen. Direkt bam. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Sogar noch vor der Pause. Das ist jetzt schon vorteilhaft für Brasilien. Und da pfeift der Schiri die Halbzeitpause ab. Ja, kann man zufrieden sein. Vor allem am Anfang haben sie sich sehr schwer getan und zum Ende hin haben sie sehr gut reingefunden. Zwei Tore dann. Hier nochmal in der Wiederholung. Aber Kroatien hatte sehr, 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 sehr gute Möglichkeiten, Tore zu schießen. Aber leider nicht genutzt. Schönes Tor. Gucken wir uns hier die Bilanz an. Ja. Ja. Das geht klar. Würde ich sagen, los geht's für die zweite Halbzeit. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Der Ball ist frei. Foul. Das nennt der Abiturient antizipieren. Den Spruch habe ich schon so oft gehört. Och, da lässt er sich ja ganz einfach den Ball abholen. Oh, oh, oh. Marcelo hilft da hinten aus. Boah. Wenn der nächste Pfiff des Schiedsrichters kommt, dann wird das Team wechseln. Also Brasilien tut sich schon wieder schwer hier. Mandzukic. Oh nein, oh nein, oh nein, der Anschlusstreffer, Mandzukic. Muss man sich nicht angucken, das Tor. Ach, ärgerlich. Vielleicht war er da ganz kurz unkonzentriert, keine Ahnung. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihn das in irgendeiner Form aussieht. Und genau das macht einen Stürmer aus. Da zu stehen, wo der Ball hinkommt. Ärgerlich. Antizipation ist hier der entscheidende Punkt.
Okay, jetzt ruhig spielen, Aufbauspiel von hinten. Was sagt der Schiedsrichter? Der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Bei nächster Gelegenheit wird hier wohl gewechselt. Da bist du manchmal ziemlich machtlos, aber einen neuen Mann, den kannst du noch immer bringen. Marcelo. Da bieten sich einige Mitspieler im Strafraum an und warten auf die Flanke. Können Sie die Flanke verwehren? Nee, ganz schlechtes Ding. Ja. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb... Sehr schön rausgeholt. Gekämpft. Ach, da muss er doch schneller sein. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Luis Gustav. Jetzt beeilt euch mal. Oh, schon wieder gute Chance. Richtig langer Pass. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Dani Alves. Schön gespielt. Kommt. Ja. Modric. Situation wurde geklärt. Gut gemacht. Da hört man auch schon die Trommeln. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, dann wollen Sie einen Wechsel vornehmen. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Oh, 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 oh. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und hier kommt die Ballbesitzstatistik. Lässt er sich ja ganz leicht austricksen, an zwei vorbei. Schade. Jetzt läuft der Ball gut. Ach, schade. Das kann doch nicht sein. Was machen die denn hinten in der Abwehr? Mandzukic steht ständig frei. Das Bemühen, Manni, ist ja zu erkennen, aber die treffen einfach nicht. Es wird nochmal gewechselt. Ach, das ist doch nix. Schade. Wenn der nächste Pfiff des Schiedsrichters kommt, dann wird das Team wechseln. Das Spiel ohne Ball klappt. Einwurf. Ecke. Achtzigste Minute. Eckball für Brasilien. Das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Daniel.
Uch, ja. Das Stadion zischt, das Stadion kocht, Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Natürlich. Ein Tor wäre noch nicht schlecht, ne? Wunderschön abgenommen. In den Lauf gespielt. Wunderschön kombiniert. Oscar richtig langsam. Eieieiei. Komm, einfach mal drauf. Da wollte er den Fallrückzieher. 3 Minuten Verlängerung gibt's. Und dann ist das Eröffnungsspiel hier vorbei. Und der Schiri pfeift ab. Spiel ist vorbei. Tor durch Fred und Neymar. Kann man zufrieden sein. 3 Punkte. Ist schon mal ein Anfang. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. So als Beginn der WM das Eröffnungsspiel zu sehen. In den folgenden Videos werde ich die ganzen Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft nachspielen und zudem danach eine Zusammenfassung aus den einzelnen Gruppen, die Spielergebnisse zusammenrechnen und dann mit Deutschland, wenn sie denn die Gruppenphase überstehen, was ich sehr hoffe, mit Deutschland weiterspielen, hier Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Ja, viel Spaß wünscht euch, euer Basmati-Team. Ciao.